Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 2. Ja, wir machen weiter an dieser Stelle, wo es mich hinausgeführt hat, aus diesen Räumlichkeiten. Und zwar, was macht denn mein Analogstick? Der bewegt sich von alleine. Ah, seht ihr das? Nein, seht ihr nicht. Ihr drückt ja nicht den Knopf, so wie ich. Naja, auf jeden Fall, eben hat er sich alleine auf der Karte bewegt. Ja, letztes Mal hat sich mir aus dem Spiel rausgehauen. Also, okay, ich bin hier gefangen, eingesperrter. Ja, das passt ja auch. Okay, diesmal hat es mich nicht rausgeschmissen. Ja, was hast du gesagt? Ich habe keine Ahnung. Oh, Folkloristennotizen Nr. 8. Vor langer Zeit wurde ein Besucher in einem Bergdorf zeremoniell geopfert. Als mich die verhüllten Priester holten, sagten sie, Außenseiter und Kusabi. Worum geht es in dieser versteckten Zeremonie? Der Schlüssel, den mir die Zwillinge gaben, muss die Nebentür des Hauses öffnen. Der Zellenschlüssel muss in einem anderen Haus sein. Nach der Karte ist der Schlüssel in einer Höhle unter dem Osaka-Haus. Vielleicht ist das der Keller im Gewölbe, über den ich gelesen habe. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich doch schon, dass dieses Tor oder was auch immer hier durch Schlösser verschlossen ist. An der Zellentür sind zwei Schlösser. Zwei Symbole sind auf die Schlösser graviert. Das eine ist Licht, das andere ist Schatten. Passt ja auch zusammen, so wie Yin und Yang. Das Helle und das Dunkle, das Gute und das Böse, Mann und Frau und so weiter. Was ist denn hier? Gar nichts. Okay, scheinbar... Nö, kann ich hier noch nichts tun. Ich muss erstmal zwei Schlüssel finden. Hast du eine Idee? Nö, Schwesterchen weiß auch nicht weiter. Nun gut, jetzt ist die Frage. Ich habe ja schon alles hier erforscht. Hier oben war ich schon. Nein, so. So, nee, so komme ich in die nächste. Hier war ich ja schon überall. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Moment. Da ging es ja... Ach so, okay. Nö, dann, oh Mann, Frosch. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es weitergeht, genau. Wahrscheinlich muss ich einfach nur wieder zurück. Hier war es ja auch noch verschlossen, oder? Das ist der Tüchergang. Naja. Okay, werden wir mal gucken. Hier ging es ja wieder raus. Da konnte ich nicht raus. Och Mann, ist das doof. Ich hasse es, wenn ich keinen klaren Anhaltspunkt kriege, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Vielleicht wird sich da was tun. Na, na, na. Kein Geist in Sicht. Oh, dieses Tuch eben hat mich kurz erschreckt. Ja, ja. Und wieder durch. Wieder zurück. Ah. Ja, ja, ja. Ritual, Mann. Was? Jai? Was will der schon wieder mit Jai? Jetzt geht er hier neben die Wand. Ach, die Tür. Ist die Tür jetzt etwa auf? Die Tür ist offen. Hä? Ja, okay. Alles klar. Ja, ich werde übrigens versuchen, dieses Wochenende... Ja, wir haben heute... Was haben wir? Mittwoch? Ja, wir haben Mittwoch. Also, ich denke mal... Die Zwillinge, die das Opfer werden sollen, sind angekommen. Okay, na komm. Du entkommst mir nicht. Ah, verdammt. Der Kreis war nicht rot. Zentralbild zumindest. Wo ist er? Wo ist er da? Oh, schon wieder nicht. Oh, Mist. Ich muss den erwischen, wenn er wechselt, wenn er da hin und her schwebt. Jetzt. Oh, aber das war nicht in der Mitte. Mist, was soll das denn? Wo ist er da? Nein, oh, ich erwische den halt nicht, wenn er seinen Firlefanz da macht. Wo ist er jetzt? Da ist er. Da ist er. Ich mach jetzt mal einen Stopp. Jetzt. Ah, Mist, das war nix, oder? Das war kein Zero-Bild. Das war nur ein normales Bild. Menno. Ich musste genau jetzt erwischen. Bam. Das, so war's richtig. Na komm, wo weichst du aus? Wohin weichst du aus? Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, ich hab's schon wieder vergessen. Boah. Aber. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das Licht. Ah! Wo ist er hin? Da ist er irgendwo. Da ist er irgendwo. Ah, da. Da ist meine Schwester in Ruhe, du Arsch. Wo ist er denn? Der versteckt sich da hinter der Wand irgendwo. Da unten. Wo ist er denn? Ah, da. Nein, lass mein Schwesterchen. Du Mistkerl. Ah. Das war wieder nix. Ich kann das nicht. Okay, jetzt rucke. Ah, was ist denn los? Jetzt spinnt die Aufnahme auf einmal. Geh doch mal weg.
Mario, geh weg. Wo ist er? Hinter. Na! Ah! Ich hab's gewusst, jetzt hat er mich. Oh. Das mache ich dann hier aber auch. Ich stelle mich aber auch so blöd an gegen den Fuzzi. Der ist ja gar nicht so schwer bestimmt. Ich muss halt mal besser auf die Sounds hören. Da ist er. Wo ist er hin? Da. Nee, da. Ah. Jetzt schießt er da auf mich. Oh. Ich sehe den aber kaum. Ich heb erstmal das Ding hier auf. Zeremoniemeister-Notiz. Okay, ich lese mal kurz. Der Groll des Tabus wird immer stärker. Ich habe keine Aufzeichnungen gefunden, dass es schon einmal so stark war. In letzter Zeit gab es mehr schlechte Ernten und mehr Todesfälle. Bald kommt die Zeit, da wir die Reue dafür zeigen müssen, dass Tachibanas Familie das Ritual nicht vollzog. Die Hälfte der Trauernden hat der Groll verrückt gemacht. Sie sprang in den Tabu. Wir brauchen mehr Trauernde, also nehmen wir die Sünder. Wenn wir nichts unternehmen, wird der Tabu in wenigen Jahren ausbrechen. Ich muss meine Tochter für das Ritual nehmen. Sai und Yae müssen gereinigt werden. Für das Dorf. Na, okay. Na, wo ist er? Da. Da. Ich habe ihn gesehen. Da. Jetzt. Oh, ich war schon wieder zu langsam. Ich war halt genau drauf und treffe ihn nicht. Was soll das denn? Nein. Eben hatte ich ihn. Ah! Was soll denn der Käse? Der ist zu schnell. Ich krieg den nicht in Zero-Bild rein. Aber wenigstens in Zentralbild kann ich landen. Auch wenn es nicht viel Schaden macht. So, ich versuche gleich nochmal zu knipsen mit Quadrat. Nee, geht nicht. Na jetzt! Ah, Zero-Bild, komm schon. Ja, aber das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel Punkte. Ich muss ihn jetzt auch so erledigen. Ich stoppe ihn mal kurz. Nein. Ah, das war zu kurz. Das ist doch Quatsch. Na gut, jetzt habe ich ihn wenigstens fast kaputt. Was soll's. Gleich verschwindet er wieder, ne? Ja, ja. Oh, da. Komm, greif an, dann habe ich dich. Nein. Na, oh, Mist. Eben hätte ich ihn... Ja, egal. Einfach Kill. Boah. Ja, was mache ich denn? Na, egal. Ich habe ihn besiegt. Das ist alles, was zählt. The Destiny. Ja, der Sound. Ah, oh, mir klingelt es noch in den Ohren, Leute. Und es ist so hell. Ich sehe halt nichts mehr. Also, jetzt die Dunkelheit dagegen. Ja, Zeremonienmeister Notiz Nummer 4. Ich hätte erst gerne mal die anderen beiden gelesen, aber egal. Sai und Yae flohen mit dem Jungen, einem Verbliebenen. Der Kusabi beruhigte den Tabu etwas, aber noch rumort er. Werden die Zwillinge nicht zurückgebracht, verschluckt der Tabu das Dorf. Es sind meine Töchter, ich muss sie finden. Also, na ganz ehrlich. Ich meine, ja gut und schön, es geht um das Dorf, aber man kann nicht einfach seine eigenen Töchter für irgendwas opfern. Das finde ich nicht in Ordnung, Kollege. Sind wir da? Kräutermedizin. Ich hätte gerne mal die anderen beiden Notizen noch gelesen. Aber vielleicht werde ich die ja noch finden. Mal gucken. Ist hier noch was? Oh, da ist noch... Hä? Wie groß ist denn dieses Haus noch? Da geht es ja erstmal hoch. Ja, okay. Also da oben die Karte habe ich zum Glück noch nicht. Das heißt, das ist alles neu für mich. Lalalala. Hüpfen wir mal die Treppe hoch. Achso, ich weiß wieder, was ich vorhin sagen wollte. Haha, bevor mich der blöde Geist hier unterbrochen hat. Dieses mit Co-Kommentatoren, das kommt wahrscheinlich am Wochenende, denke ich. Wenn ich da wieder aufnehme, werde ich mir mal Nerox oder Ryuk schnappen. Naja, gut, Schmetterlingsbuch Nummer 3. Bald ist es Zeit für das Ritual. Das Ritual von Itsuki und Mutsuki ist fehlgeschlagen und dieses Jahr sind wir dran. Ich verlasse mit dir das Dorf. Itsuki hilft uns bei der Flucht. Und wir werden immer zusammen sein, wie versprochen. Eigentlich will ich nicht weglaufen, aber solange ich bei dir sein kann, folge ich dir überall hin. Lass mich nur nicht allein zurück. Ja, Sai. Da geht's wohl um Yae und Sai, die Zwillingsschwestern. Und verständlich, warum soll... Okay, das musst du auf dem Boden hat nachgegeben, als du draufgetreten bist. Verstehe. Ah, okay. Och nee, dann werden wir ja wieder getrennt. Meinst du? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, Kamerazubehör und Film. Linse sehen gefunden.
Effekt. Zeige den Aufenthaltsort eines Geistes. Benötigt spirituelle Energie 1. Verlängert Dauer. Zeigt Ortsmarkierung an. Ja, ich weiß gar nicht. Werde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber wir gucken mal. Nein, nicht Karte, sondern Kamera. Schauen wir mal. Was kann ich denn noch machen? Ich habe 17.000. Nee, ich kann nichts machen. Ach so, deswegen ist halt so schlecht, weil ich nur eine... Okay. Ach, guck mal, es gibt noch mehr. Warte mal. Ach so, es gibt Stoß, Sehen, Halt und Langsam. Ich dachte, das wären nur drei, aber scheinbar gibt es halt noch mehr als die drei. Ja, ist okay. Damit weiß ich zumindest schon wieder ein bisschen mehr. Ich werde erstmal hier reingehen durch diese kleine Tür. Sieht aus, als wäre sie für Kinder gemacht. Okay, da liegt was. Schmetterlingsbuch Nummer 2. Ich lag falsch, genau wie Itsuki sagte. Munakatas Lehrer wird ein Tabu werden. Das muss aufhören. Leute wie Mutsuki sollten nicht sterben müssen. Ich muss etwas tun. Ein verhüllter Priester brachte einen Zellenschlüssel in den Seiltempel. Vater will anscheinend ein Tabu aus dem Mann machen, obwohl er Munakatas Lehrer ist. Ein Zellenschlüssel ist in Vaters Bücherregalen versteckt. Um den Tabu zu besänftigen, gibt es nur einen Weg. Wenn wir das Purpur-Opfer vollziehen, muss vielleicht niemand mehr so leiden. Sei. Was, was, was? Wo, wo, wo? Was? Ich weiß halt nicht, wo ich knipsen soll. Egal. Was, 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 was? Auf der anderen Seite des Gitters hast du etwas fallen gehört. Okay, ich weiß, wo das ist. Nein, nicht so. Ich wollte direkt auf die... Na, egal. Ah, okay, das war hier. Da komme ich... Ja, okay, okay, okay. Ich weiß, wie ich da hinkomme, glaube ich. Glaube ich? Weiß ich das? Ich glaub's. Na, okay. Zumindest sind wir nicht von unserer Schwester getrennt. Mayu! Nein. Nicht absichtlich zumindest. Du rennst ja die ganze Zeit weg. Ich hau nicht vor dir ab. Das bist immer nur du, liebe Schwester. Naja, okay. Irgendwo hier muss der Schlüssel doch versteckt sein in den Bücherregalen, oder? Es sind das Bücherregale, da stehen nur Laternen drin. Warum sollte man Laternen in Regale stellen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Oh, das ist so dunkel. Es ist einfach nur dunkel. Ich habe es so hell gestellt schon, Leute. Wie gesagt, ich kann es leider nicht heller stellen. Aber selbst ich finde es hier im dunklen Zimmer total düster. Und ich weiß genau, dass YouTube das alles noch ein bisschen verschlimmert. Naja, wir gehen erstmal runter. Bevor ich jetzt zurückgehe und mir den Schlüssel hole. Weil das wird, denke ich mal, einer dieser zwei Schlüssel sein, die ich brauche. Licht und Schatten. Deswegen... Ja. Hallo, ist hier was? Oh je, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das sieht schon wieder so... Na okay, da geht's wieder eine Treppe hoch oder runter. Ich weiß es nicht. Ich schaue erstmal hier. Da ist natürlich nix. Warum sollte hier auch in der Sackgasse was liegen? Aber diese Musik! Hört ihr das? Dieses... anschwellende... unheilverheißende Geräusch. Boah, hier ist es so düster! Ich wünschte, meine Taschenlampe würde wieder gehen. Ich weiß ja, dass die Geister daran schuld sind mittlerweile. Danke an Daniu dafür, dass du mir das gesagt hast. Okay. Das sieht gruselig aus. Was ist das denn? Garten oder sowas? Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht gespoilert werden, ehrlich gesagt. Aber trotzdem hätte ich gerne, dass meine Taschenlampe wieder funktioniert. Ich hoffe mal, irgendwann wird es soweit sein. Och nö, es sind ja zwei Wege. Und ich bin wahrscheinlich... Ja, da komme ich nicht rüber. Das heißt, na, ich gehe jetzt erstmal hier. Dann jetzt bin ich schon mal hier. Oh, das musst du auf dem Boden hat nachgegeben, als du draufgetreten bist. Im Gang auf der anderen Seite ist ein ähnlicher Schalter. Ja, dann müssen wir uns wohl schon wieder trennen, Schwesterlein. Ja, ist okay. Och, die ist so süß. Dieses Stimmchen. Ich finde die beide, wie gesagt, einfach nur Zucker. Die beiden Mädels hier. Aber ich wollte nicht mit ihnen tauschen, ganz ehrlich. Hier drinnen da rumzulaufen. Wo geht's denn da runter auf der anderen Seite? Da? Okay, da war ich auch noch nicht. Ich gehe erstmal kurz hier gucken. Ich hoffe, meine Schwester kommt so lange ohne mich klar. Okay. Nein, ist ja okay. Nein, nein, nein. Die ruft schon nach mir. Was? Oh, Schwesterchen, warum bist du nicht da geblieben? Na komm, dann gehen wir nochmal hin. Ja, das hätte mir auch klar sein müssen. Ich kann mein Schwesterchen doch nicht einfach da zurücklassen. Na komm, dann tritt man nochmal auf die Bodenplatte, vielleicht... Ja, genau. Das kommt jetzt wieder der Text, richtig. I wonder if this will
open if stepped on. Ja, das wird sie. Und deswegen, bitte bleib du mal hier, meine Liebe. Ja, ist okay. Oh. Déjà-vu? Leute, hattet ihr schon mal Déjà-vu? Leute, hattet ihr schon mal Déjà-vu? Na, schlechter Witz. Sehr schlechter Witz. Okay. Naja, dann bin ich mal gespannt, ob jetzt so eine Aktion kommt, wo ich mit meiner Schwester zusammenarbeiten muss. Also ehrlich gesagt, die meiste Zeit steht sie ja nur... Ja, ja, ich beeile mich doch schon. Das Muster auf dem Boden hat nachgegeben, als du draufgetreten bist. Die Tür hat sich geöffnet. Schon wieder dieser wartende Priest. Wartender Priester soll es wohl heißen. Du Penner. Wie er mich halt erschreckt. Was tut dir leid? Mann. Immer diese komischen kryptischen Nachrichten. Etwas Glänzendes liegt auf dem Boden. Ein Schattenschlüssel. Ah. Sehr gut. Habe ich schon mal Nummer 1? Und wir werden kurz hier speichern. Das ist immer sicher. Ja, bitte. Zack, zack. So, dann bin ich mal gespannt. Also einen Schattenschlüssel habe ich. Den Licht kriege ich den dann eventuell daher, wo ich denke, auf dieser anderen Seite dieser Wand. Werden wir noch sehen. Mal gucken, was haben wir hier. Wo geht's denn hin? Oh ja, das sieht wieder sehr gut aus. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder ein Gegner. Ja, ich guck doch. Warum wird sie eigentlich jetzt mit I geschrieben und nicht mit Y, die gute Mio? Naja, egal. Zeremonienmeister und ich hieß Nummer 5. Yae kommt nicht zurück. Hat sie Sae wirklich zurückgelassen? Hat sie im Wald überlebt? Wenn Sae gereinigt und alleine Schreinzwilling wird, könnte das den Tabu beruhigen. In den Aufzeichnungen ist so ein Ritual zwar noch nie erwähnt worden, aber ich muss es versuchen. Yae, warum bist du weggelaufen? Warum kommst du nicht zurück? Ja, ich kann mir denken, warum. Ich wäre auch weggelaufen, ganz ehrlich. Wenn ich an diese Seilschreinrituale denke aus dem ersten Teil... Oder diese Maskenrituale, also hallo? Wer würde da nicht wegrennen? Wer ist denn so geisteskrank und macht das freiwillig? Ja, du mit deinen Geistern. Mensch. Ignoriere sie doch mal. Was haben wir denn hier? An der schweren Tür ist ein Schloss mit einer Schmetterlingsabbildung. Hm. Und ich habe keinen Schlüssel dafür. Richtig? Richtig. Das heißt, wir müssen erstmal zurück und den Lichtschlüssel holen, um dann draußen weiterzukommen. Und dann vielleicht irgendwann den Schmetterlingsschlüssel zu kriegen, um hier reinzukommen. Das habt ihr euch ja clever ausgedacht. Darf ich wieder ganz in der Gegend rumrennen? Ja, ja, ja. Das habt ihr gerne. Naja, aber was bleibt mir übrig? Wahrscheinlich würzen sie den Weg dahin noch weiter mit Geistererscheinungen. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. La 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 la. Und gleich kommt wieder einer. Ich kann es schon spüren. Mein Instinkt sagt mir, dass das gleich wieder passiert. Ich gehe jetzt diesmal hier lang. La 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 la. Wie sie immer die Treppen runterhopselt. Das finde ich sehr drollisch, muss ich sagen. Oh, da war eben Windhauch. Habt ihr das gesehen? Die Kerze hat geflackert. Nee, jetzt nicht mehr. Aber das seht ihr, wenn ich vorbeilaufe. Seht ihr? Das ist schon cool. Cooles Detail. Husch. Dann wackelt's kurz. Die Flamme gibt nach. Dem Windzug, den ich verursache. Okay, oh. Da liegt doch wieder was. Ey, es ist so düster hier. Ich sehe halt nichts. Das regt mich ein bisschen auf, muss ich schon sagen. Auf dem Boden ist etwas. Heiliges Wasser. Sehr schön. Ich brauche irgendwie gar keine Heilung, fällt mir auf. Ich meine, ich könnte viel mehr nehmen, klar. Aber für was? Ne, für was? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Alles klar. Hä? Wie? Wie? Was? Wo? Ach, hier ging es auch nochmal runter. Ich verstehe. Hä, da ging es doch vorhin hoch? Oder habe ich jetzt was verpasst? Habe ich was verwechselt? Ich schnall's gerade nicht. Ne, ich hab da wohl irgendwas verwechselt, weil... Na egal, was soll's. Oh, da liegt wieder was. Komm, eine Geisterkugel, ne? Nein, ein Rotschimmerkristall. Okay, den hören wir uns mal ganz kurz an. Und eine Geisterkugel. Yeah, coole Sache. Moment, ich höre mir erstmal kurz das Ding an mit dem Radio. Rotschimmerkristall, da ist er doch. Psst. Thank you.
Oh, shit. Ah. Immer dieses... Was? Ah, immer dieses Stöhnen und so weiter. Na gut, Leute. 2 Stunden 40 spiele ich schon. Gut, ich werde hier aber nochmal eine Pause einlegen und ich sage mal, bis zum nächsten Teil mit Project Zero 2.